Ich bin Alba. Steht ihr auf schlechte Nachrichten? Dann werdet ihr unsere Freundin Beate geradezu lieben. Dem Global Gender Gap Report 2020 wird es noch 257 Jahre dauern, bis wir die gleiche wirtschaftliche Teilhabe von Männern und Frauen erreicht haben. Der Gender Gap in allen Lebensbereichen wird noch 99,5 Jahre andauern. In Ostasien 163 Jahre, in den USA 151 Jahre, in Westeuropa 54 Jahre. Wie bitte? Das sind die konkretesten schlechten Nachrichten, die ich je gehört habe. 257 Jahre? Nee, nur über meine Scheide. Das sind 1799 Hundejahre. Ich sage euch, Mädchen und Hunde müssen immer den Schwanz einziehen. Also mein Urenkelkind erlebt das dann. Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Ja, das ist schlimm für Menschen, aber nicht für Pandas. Pandas leben nur etwa 20 Jahre. Wie kann das sein, dass ich eine Tüte Weingummi in Pimmelform an einem Tag bestellen und geliefert bekommen kann und auf Gleichberechtigung soll ich 257 Jahre warten? 12 Generationen von Pandas werden kommen und gehen, bevor wir das erste Mal einen weiblichen Panda-Präsidenten haben. 31,6% in dieser Bundesregierung sind Frauen. Ein Drittel. Ein Drittel. Das ist voll in Ordnung. Schließlich machen Frauen 25% der Bevölkerung aus. Was? 50%? Das wäre die Hälfte. Das ist halb so wild, solange wir nicht darüber nachdenken. Also, wenn wir niemals, nie und nimmer darüber nachdenken. In welcher Welt macht es eigentlich Sinn, dass Tim mehr Geld verdient als ich? Der denkt, dieses Video hier dreht sich um Pandas. Boah, wisst ihr was? Wir vergessen das Ganze einfach. Scheiß drauf. Ich möchte als Katze einer Lesbe geboren werden. Oder wir können alle einfach nach Island auswandern. Da läuft's ja super. Ich meine das ernst. Hier draußen, da steht mein Fluchtauto. Die Geschlechterkluft beim Einkommen beträgt 21%. Das gilt für Frauen in Vollzeit. 79% aller Frauen stecken in Teilzeit fest. Das ist Schubladendenken. Und wir stecken in diesen Schubladen fest. Männer verdienen mehr für den gleichen Job? Ja klar verdienen wir mehr. Wir machen ganz viel mehr. Wir müssen nicht nur unsere Ideen verkaufen, wir müssen auch die Ideen von unseren Kolleginnen verkaufen. Nur ein bisschen später. Und warum lächeln wir nicht so häufig? Hier eine lustige Zahl. Im letzten Jahr waren zum ersten Mal mehr Frauen in Firmenvorständen als Männer, die Thomas oder Michael heißen. Wir wollen mehr Britas in den Chefetagen. Wir wollen mehr Olivias in den Chefetagen. Mehr Fatmas. Mehr Büschras. Mehr Barbaras. Wie breit können sich Männer in 257 Jahren machen? Ja, 257 Jahre sind nicht so lang, wenn du eine von dieser fucking Schildkröte bist, die 100 Jahre erleben. Moment, ich muss mal eben in meinen Notizen blättern. Ey, ist das schräg, ey. Da steht überall nur, was ist das für ein Scheiß? 257 Jahre sind sehr lang. Wow. In was für einer Welt leben wir denn eigentlich? Ihr wisst ja, dass ich zwei Töchter habe, ne? Diese Zahlen sind wirklich furchterregend. 257 Jahre sind furchterregend. Ich möchte dann leben. Nicht nur ich werde das nicht erleben. Niemand, der jetzt gerade auf diesem Planeten lebt, wird das noch erleben. Schon als ich jung war, waren Frauen, die sich durchgesetzt haben, herrische Furien. Und Männer, die sich durchgesetzt haben, waren erfolgreich und stark. Die Stärken, die wir bei Männern immer noch als Vorteile sehen, werden bei Frauen als Nachteile gesehen. Das ist purer Sexismus. Ich habe mal einen Arbeitskollegen angezeigt wegen sexueller Belästigung. Ich wollte, dass er gefeuert wird. Und ich bin gefragt worden, bist du sicher? Bist du sicher, dass du das willst?
Kann das sein, dass die nächsten 257 Jahre lang Frauen ständig gefragt werden, bist du sicher? Bist du sicher, dass du das willst? Und was daran so deprimierend ist, ist, dass es heutzutage wieder Menschen gibt, die es albern finden, dass Frauen Rechte haben und sie mundtot machen wollen. Hier kommt die gute Nachricht. Wir können das zusammen ändern. Und ich garantiere euch, uns geht's besser, wenn es Frauen besser geht. Lasst uns Gleichberechtigung schneller auf die Reihe kriegen. Jetzt, in unserer Generation. Ach komm schon, das können wir schaffen. Teil deine Erfahrung, ganz egal welches Geschlecht du hast oder bist. Lasst uns aber nicht die Pandas vergessen. Ja, es ist toll, Katzen- und Panda-Videos zu teilen. Aber wäre es nicht viel besser, die Welt zu verändern? 257 Jahre sind kein Problem.